Wenn wir beide Verbünde, Sparkassen und Volksbanken, zusammennehmen, haben sie im Augenblick 1.452 Milliarden Euro private Einlagen. Eine gewaltige Summe. Und diese Einlagen lassen sich am Markt immer weniger gewinnbringend investieren. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Zinsüberschuss, also die Ertragsbasis der Kreditinstitute, fortlaufend und scheinbar unaufhaltsam erodiert. Wo ist die Grenze? Und das führt natürlich auch dazu, dass zunehmend Verwahrentgelte eingeführt werden, um weitere Einlagen abzuwehren. Eine paradoxe Situation. Früher freute sich jeder Vorstand, jeder Mitarbeiter in der Sparkasse, wenn jemand Geld zur Einlage bracht. Heute bibbert man, ob jemand kommt und größere Einlagen einbringen will. Situation, die widernatürlich ist, die auch nicht passt. Ich glaube, aus dieser dauerhaft expansiven Geldpolitik verstärkt sich die soziale Spaltung in unserem Land. Billiges Geld bevorzugt Schuldner zu Lasten von Gläubigern. Ein Beispiel: Der Bund spart seit vielen Jahren jährlich über 40 Milliarden, über 40.000 Millionen an Zins für seine Schulden. Das ist das Geld, ein Teil des Geldes, das den Sparern fehlt oder durch diese Zinspolitik vorenthalten wird. Billiges Geld sorgt deshalb dafür, dass Kapital in Sachwerte fließt, also in Immobilien und in Unternehmensanteile. Beides erleben wir in den letzten Jahren. Man sieht entsprechende Wertzuwächse, Immobilien, Aktien und so weiter. Natürlich kann man nun einwenden, jeder von uns kann Schuldner werden. Jeder kann die niedrigen Zinsen nutzen. Jeder kann in Sachwerte investieren. Das stimmt ja auch. Aber meist ist es Theorie. Denn große Teile unserer Bevölkerung verfügen nicht über die Kapitaldienst- und Risikotragfähigkeit, um in großem Stil solche Investments vornehmen zu können. Und zuweilen stehen auch im Blick auf Wertpapierengagements Mentalitäten, Erfahrungen, Bildungen oder auch regulatorische Hürden des Gesetzgebers im Weg. Wenn aber viele von Erwerbseinkommen leben und über Bankeinlagen sparen, dann öffnet sich schrittweise die Schere zu denjenigen, die in großem Umfang in Sachwerte investieren und von deren erheblichen Wertsteigerungen profitieren können. Der weitaus größte Teil der Einlagen bei Kreditinstituten sind heute täglich fällig. Und sie werden mit null verzinst, zum Teil sogar mit Verwahrentgelten belegt. Nannte es schon, die Preise der privat genutzten Immobilien in Deutschland sind dagegen, Angabe Bundesbank, um 71% gestiegen und in den Großstädten sogar um 127%. Das zeigt sich ja auch am Wohnungsmarkt, der sowohl was Eigentum anbelangt, wie auch Mieten total aus der Balance geraten ist. Für mich auch eine Folge der ultralockeren Geldpolitik. Nun kann man einwenden, gerade die Zahlen der Sparkassen und Volksbanken zeigen in den letzten 2, 3 Jahren hohe Zahl an Eigenheimfinanzierungen. Davon darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn tatsächlich ist die im europäischen Vergleich niedrige deutsche Eigentumsquote zuletzt nochmals gesunken, nicht gestiegen, weil die Einwohnerzahl bei uns gestiegen ist. Ich glaube, dass selbst zwei Verdiener der Mittelschicht sich heute aus eigenem Einkommen in städtischen Umfeldern wie Frankfurt oder Hamburg, München oder Stuttgart keine eigene Immobilie mehr leisten können. Und dies ist sozialpolitisch eine ganz schlechte Entwicklung. Etwas Hoffnung macht die in 2020 deutlich gestiegene Zahl der Wertpapierdepots, auch bei uns bei den Sparkassen. Offensichtlich lernt inzwischen ein Teil der Bevölkerung, dass sie nur über Wertpapierinvestments am volkswirtschaftlichen Wertzuwachs teilhaben können. Drittens, die Geldpolitik schwächt die kollektiven Vorsorgesysteme. Ich habe es in meiner ganzen beruflichen Zeit in der Sparkassenfinanzgruppe auch mit daran gearbeitet, dass private Alters- und andere Vorsorgesysteme in großem Umfang angeboten werden, weil sie wichtig sind. Gleichwohl wird man nicht bestreiten können, dass für die Grundabsicherung und für den größten Teil unserer Bevölkerung die kollektiven, also vor allem die gesetzlichen Sicherungssysteme eine existenzielle Bedeutung haben. Die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Pflegeversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Pensionskassen und Zusatzversicherung. Die private Lebensversicherung und andere privatkollektive Systeme ergänzen dies. Aber sie alle sind auf langfristig sichere und rentable Investitionsmöglichkeiten angewiesen. Nur so können sie ihr Leistungsversprechen erfüllen und bei deutlich längeren Lebenserwartungen auch ihre Systeme ausfinanzieren. Dabei sind sie in der Anlagepolitik auf jene sicheren Anlageklassen beschränkt, die am Markt zu niedrigen oder gar negativen Sätzen gehandelt werden und die guten, teuren oder gut bezahlten Anlagen der früheren Jahre laufen langsam aus. Die durchschnittliche Emissionsrendite, Rendite aller bis 30. November 2020 begebenen Papiere des Bundes lag
bei minus 0,5, glaube minus 0,56%, die letzten gegen Ende des Jahres bei 0,7% minus. Das heißt, das aktuelle Marktniveau entwertet die Leistungsfähigkeit der kapitalgedeckten Vorsorgesysteme. Fällende Zinseszinsen werden zu deutlichen Nachfinanzierungsbedarfen führen und in der Folge, das erleben wir ja jetzt schon, weil viele Mittelständler, die auf private Altersvorsorge gesetzt haben, erleben, wie Garantieleistungen sinken, manches vielleicht ganz ausgesetzt wird. Pensionskassen und Lebensversicherungen werden deshalb weniger zur Altersversorgung beitragen können als geplant. Für weniger gut Betuchte steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, von ergänzenden staatlichen Hilfen abhängig zu werden, und das trifft möglicherweise in der Zukunft Millionen von Familien. In alternden Gesellschaften und damit besonders auch in Deutschland wird dies aber auch die Kapitalspielräume der jungen Generation und der Unternehmen in der Zukunft deutlich einengen. Und wieder werden diejenigen besonders getroffen, die von Erwerbseinkommen leben. Weniger diejenigen mit hohen Kapitaleinkünften. Und das trifft auch die Stiftungen. Schauen wir mal auf die vielen Stiftungen, die in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, gemeinwohlorientierte Aufgaben wahrnehmen, sie stetig und dauerhaft erfüllen wollen. Dazu sind ja Stiftungen gemacht. Viele sind inzwischen total eingeschränkt, weil die Erträge aus dem Grundkapital fehlen. Auch hier müssen wir über Änderungen nachdenken. Viertens, der negative Marktzins entzieht Kreditinstituten mit stabilen, traditionellen Geschäftsmodell schrittweise den Ertragsboden. Auch das hat der Professor Sinn angesprochen. Sparkassen oder auch Volksbanken leben davon, dass sie Einlagen entgegennehmen, für die Leute sicher verwahren, ihnen ein Entgelt, einen Zins bezahlen. Auf der anderen Seite die Leute, die investieren wollen, die eine Idee haben, einen Kredit geben, einen höheren Zins bekommen und von den Drogen einen Zinsüberschuss betreiben sie ihr Geschäft. Diese Masche der Zinsüberschuss wird immer, immer weniger. Ich habe ja schon erwähnt, dass gerade in unsicheren Zeiten solchen Kreditinstituten in erhöhtem Maß Einlagen zufließen. Also wenn wir beide Verbünde, Sparkassen und Volksbanken, zusammennehmen, haben sie im Augenblick 1.452 Milliarden Euro private Einlagen. Eine gewaltige Summe. Und diese Einlagen lassen sich am Markt immer weniger gewinnbringend investieren. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Zinsüberschuss, also die Ertragsbasis der Kreditinstitute, fortlaufend und scheinbar unaufhaltsam erodiert. Wo ist die Grenze? Und das führt natürlich auch dazu, dass zunehmend Verwahrentgelte eingeführt werden, um weitere Einlagen abzuwehren. Eine paradoxe Situation. Früher freute sich jeder Vorstand, jeder Mitarbeiter in der Sparkasse, wenn jemand Geld zur Einlage brachte. Heute bibbert man, ob jemand kommt und größere Einlagen einbringen will. Situation, die wieder natürlich ist, die auch nicht passt. Aber sie ist so und die Folgen werden sein, Bankdienstleistungen werden teurer werden. Für viele Jahre ist immer alles billiger geworden. Heute sieht man dies schon bei steigenden Entgelten für Girokonten, auch übrigens bei Direktbanken, die ja nun auch diesen Weg gehen müssen. Zum Zweiten, Kreditinstitute werden massiv einsparen müssen. Und das wird vor allem Personal treffen, das ist die höchste Ausgabe, gerade bei diesen Präsenzinstituten, die viel in der Fläche sind. Sparkassen hatten über 300.000 Menschen in der Bundesrepublik beschäftigt und das nicht an wenigen Zentralen. In jedem Landkreis, in jeder Stadt, in jeder größeren Gemeinde gibt es eine Sparkasse. Das hat den Menschen auch zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten gegeben innerhalb ihres Instituts und der Gruppe. Wir haben überall in der Fläche investiert und wir haben überall vor allem auch viel Steuern bezahlt. Ob sich diese Personalzahl, diese Präsenz in der Fläche aufrechterhalten wird, ist ein zentrales Thema, sicher nicht im jetzigen Umfang.